Ein Paradies für Leseratten findet man dieser Tage am Mozartplatz. Beim Stadtlesen kann man sich auch heuer wieder kostenlos eines von über 3000 Büchern schnappen, sich in eine Hängematte oder einen Sitzsack werfen und für ein paar Stunden in die Fantasiewelt der Bücher abtauchen. Stadtlesen möchte den freien und uneingeschränkten Zugang zum Buch bieten. Das heißt, es gibt zwei große Büchertürme mit insgesamt über 3000 Büchern aus allen Genres, die vollkommen unsortiert in diesen Büchertürmen drin sind, also nicht wie in der Buchhandlung oder in der Bücherei. Die einzige Ordnung, die wir hier haben, ist eine biologische. Kinderbücher sind unten und Bücher für Erwachsene sind weiter oben. Die Leselounge soll aber nicht nur das Interesse an Büchern fördern, sondern vielmehr zum eigenen Seelenfrieden beitragen und den Leuten eine Gelegenheit zum genussvollen Lesen bieten. Wer einmal ein Buch gelesen hat, weiß, dass Buchlesen Ausschließlichkeit verlangt und damit kommt man ein bisschen zurück. Man kommt ein bisschen herab, wie man so schön sagt, und geht aus einer Geschwindigkeitswelt in eine enttastete Welt hinein, in eine Fantasiewelt hinein, und das ist Sinn und Zweck und Motto von Stadtlesen. Das Stadtlesen findet heuer in 22 Städten in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz statt. Als besonderes Highlight eröffnet die Salzburg-Autorin Bettina Balaka die Leselounge in Salzburg und liest aus ihrer Tragikomödie Cassiopeia. Die idyllische kleine Pension, die Wolfgang ausgewählt hatte, hatte Judith in Untergangsstimmung versetzt. Ihr Herz schnellte wie ein Senkblei in die Tiefe. Eine schwarze Wolke umklammerte ihren Kopf. Die Pension lag, wie er sagte, in einer unprätentiösen Gegend weit abseits des Trubels. Also am Ende einer muffigen Sackgasse. Es ist eine etwas andere Liebesgeschichte. Es geht um eine Salzburger Unternehmerstochter, eine sehr wohlhabende Frau, die sich über ein Buch in einen Autor verliebt. Und das Buch, das dieser Autor geschrieben hat, heißt, wie auch mein Buch, Cassiopeia. Und es steht zufällig auf der Liste ihrer Lieblingswörter, Cassiopeia. Es geht um das Sternbild. Und als sie das in der Buchhandlung sieht, erwirbt sie das Buch und gerät daraufhin in verschiedentliche Verstrickungen mit dem Autor dieses Werkes, der ebenfalls aus Salzburg stammt. 4 Tage lang kann man hier von 9 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit in diversen Büchern schmökern, Vorlesern zuhören oder einfach nur relaxen. Und auch langsamen Lesern ist die Chance gewährt, ein spannendes Buch bis zum Ende zu lesen. Wer ein Buch nicht fertig gelesen hat und es unbedingt mit nach Hause nehmen möchte, kann das Buch mitnehmen und zu einem, wir sagen immer, Degustationspreis erwerben. Und der Reinerlös dieser Geschichte kommt in eine lesefördernde Maßnahme, die wir mit der UNESCO gemeinsam machen. Wer sich schon lange mal wieder Zeit für sich und ein gutes Buch nehmen wollte, sollte dies in den kommenden Tagen am Mozartplatz tun.